Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei Walk of Books. Ich bin Janine und heute geht es weiter mit meinem Best of 2018. Kommen wir direkt zu The Day That The Dance Is Over von Darren Criss. Ich habe das Lied auch relativ oft gehört gehabt und in der einen oder anderen Playlist von mir reingepackt. Ich mag Darren Criss' Stimme sehr gerne. So, nach Darren Criss kommt A Day To Remember, If It Means A Lot To You, ebenfalls sehr schön und habe ich auch auf der einen oder anderen Playlist von mir mit reingepackt. Das Cover ist auch ziemlich cool, so ein bisschen mystisch und so. Mayday Parade, Terrible Things. Mayday Parade habe ich früher mal gedacht, dass es tatsächlich eher so ein Lied für die Love Parade ist, also so ein bisschen trance-mäßig angehaucht, aber es ist gar nicht, es ist sogar sehr, sehr cool und deswegen ist es auch mit hier dabei. Und ich mag die Stimme sehr gerne von diesem Song. Es ist eine männliche Stimme und ich mag sowieso männliche Stimmen sehr, sehr gerne. Aber es gibt auch viele weibliche Stimmen, die ich unfassbar toll finde. So, das nächste Lied ist wieder von Jason Wade, Shiny Silver Beast. Und ich muss sagen, es ist gerade der Anfang, der mich so unfassbar flasht von diesem Song. Es ist eines der schönsten Anfänge überhaupt. Einfach nur Melodie, aber so tiefgründig. Und ach, ich liebe das Lied einfach. Es ist so schön. Unfassbar. Okay, weiter geht's mit Sleeping with Sirens, Madness. Habe ich natürlich auch auf der einen oder anderen Playlist von mir. Die zeige ich euch auch irgendwann mal komplett. Und erzähle euch, in welcher Szene welches Lied vorkommen sollte, wenn man das Ganze verfilmen würde, zum Beispiel. So, es geht Schlag auf Schlag und zwar direkt mit One World, Will Young, von seinen Summer Covers, das damals ja herausgekommen ist. War das 2018 oder war das doch 2017? Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Das Lied kam, oder das Album Summer Covers kam sogar schon 2016 heraus. Ich lebe manchmal ein bisschen hinterm Mond. Nein, das liegt aber auch daran, dass ich die Stimme von Will Young einfach unfassbar feiere und großartig finde. Christian Kostoff, Beautiful Mass, hatte ich euch schon 2017 vorgestellt. Damals war der beim Eurovision Song Contest ziemlich weit nach vorne gerutscht. Ich glaube, Platz 2 war der Junge, der noch sehr, sehr jung war zu dem Zeitpunkt. Mittlerweile macht er ziemlich interessante Instagram-Sachen. Schaut da mal vorbei bei ihm und auch die Musik ist natürlich mega cool. My Chemical Romance, The Light Behind Your Eyes, habe ich ebenfalls auf der einen oder anderen Playlist von meinen Büchern mit reingepackt. Ich stehe voll auf My Chemical Romance, wie ihr wisst. Es ist auch eines der wenigen Lieder wahrscheinlich, was so ein bisschen mehr Alternative Rock ist. Ich weiß gar nicht, warum das so ist, tatsächlich. Ich vermisse so ein paar andere Songs. In weiter vorne jetzt bei mir. Aber gut, kann man nicht ändern. My Chemical Romance, ich hoffe ja, dass ich 2021 endlich auf das Konzert von denen gehen kann. Das wäre natürlich mega Hammer. Mega Hammer. Aber ich glaube es ehrlich gesagt noch nicht. Dafür muss Amerika einfach runterfahren und auch Deutschland bzw. Österreich ein bisschen sicherer werden. Ne? Weiter geht's es. Direkt mit Justin Timberlake, Filthy. ich meine, das Lied kam, war tatsächlich irgendwie für Trolls oder so. Man on the Woods, ist das Man of the Woods, heißt das Album von ihm dazu? Ja, ist Justin Timberlake, ich liebe seine Stimme. Miss Your Love, Neon Ballroom, Silverchair. Geil, einfach nur mega. Ich liebe Silverchair so unfassbar und hoffe, dass die endlich mal wieder zusammenkommen und genau diese Musik wieder machen. Weiter geht es mit Icon for Hire, Only a Memory. Auch natürlich auf der einen oder anderen Playlist von mir noch mit drauf. Ja, ich mag ihre Stimme. Sehr schön, Alternative mehr. Und einfach unfassbar genial, richtig, richtig krass. Kann man sich auf jeden Fall mal reinziehen, wenn man diese Musik mag. Und ich mag sie ja, wie ihr wisst. Ha! Okay. Scouting for Girls kommt als nächstes. Superman. Ja, ich glaube, dazu brauche ich auch nicht wirklich viel erzählen. Ist schon ein bisschen älter, das Lied jetzt. Von daher
geht's weiter mit Livingstone Road State Site. Das Cover ist nice. So ziemlich kontrovers irgendwie, so ein bisschen. Aber das Lied ist halt der Hammer und deswegen zu Recht in meinen Top-Songs. Wahrscheinlich sind das die 100 Songs, die ich jetzt vorstelle insgesamt. Genau die, die ich jedes Jahr, die ich dann halt komplett immer nur gehört habe. I don't know. Jason Wade, Please Easy, klar, Jason Wade. Muss ich nicht schon wieder was dazu sagen. Der Lifehouse-Typ, der bei mir 50% wahrscheinlich der Top-Tracks des Jahres immer einnimmt. Ich habe eine Playlist von ihm zusammengestellt und wie schon ein paar Mal erwähnt, ich schlafe tatsächlich mit seiner Stimme ein. Manchmal, wenn ich nicht schlafen kann, mache ich mir seine Musik rein. Also mache ich seine Musik an, höre sie und fühle mich einfach unfassbar beruhigt und wohl und kann endlich schlafen. Das ist für mich Therapie, kann man so sagen. Es ist eine wunderschöne Stimme. Die Melodien in dem Hintergrund sind einfach unglaublich einfühlsam und ich kann mir gar nichts anderes vorstellen, als seine Songs zu hören. Aber ich spule jetzt trotzdem mal vor. So, Nobody Can Save Me, Linkin Park. Als großer Linkin Park-Fan ist natürlich ein Must-Have, dass das ein oder andere Lied von Linkin Park mit in der Playlist ist. Ich vermisse Chester unfassbar. Die Songs und alles. Dieses Jahr ist jetzt, was jetzt, das 20-jährige Hypotheory Jubiläum? Ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall, Linkin Park. Ja, Linkin Park sind einfach eine der größten Bands ever und überhaupt und tralala und ja. Kommen wir nach Linkin Park zu etwas ruhigerem. A Thousand Years von Christina Perry. Natürlich auch auf meiner Henry-Playlist zum Beispiel oder das magische Armband-Playlist. Bei Henry ist einige hundert Jahre alt. Und deswegen passt das Lied natürlich ganz gut, finde ich. Ja, außerdem mag ich mag tatsächlich die Bücher. Ich habe mir jetzt, Fun Fact, ich habe mir jetzt das Hörbuch zu dem fünften Teil gekauft. Von Twilight, was ja aus der Sicht von Edward ist. Aber ich will es einfach mal hören. Das Buch ist mir selbst zu teuer. Aber zum Hören ist es garantiert echt, echt nice. Hätte aber auch nichts dagegen, wenn ich das Buch in meinem Regal stehen hätte. Ja, Dream featuring Stephen Gately, Boys und Stephen Gately. Ist natürlich ein bisschen komisch, dass da featuring Stephen Gately mit dabei steht bei Thank You and Goodbye, bei dem Album. Das liegt aber daran, dass Stephen Gately ja vor einigen Jahren verstorben ist. Und natürlich kann seine Stimme in der Hinsicht gar nicht mehr rein in das Album. Aber die haben einen Weg gefunden, ihn mit hineinzubringen quasi. Und jetzt haben wir Shane Lean, Sharon Keating, Michael Graham und Keith Duffy auf dem Cover noch zu sehen. Und Stephen Gately fehlt einfach unfassbar. Komme ich zu etwas von dem Traurigen zu etwas Schönem. Sascha mit Guter Tag aus dem Album Schlüsselkind. Ich mag Sascha unfassbar gerne. Ich liebe seine Stimme. Ich finde, er ist ein unfassbar sympathischer Mann. Ich beobachte seine Karriere, verfolge seine Karriere seit Anfang an, da er damals Background-Sänger war in den 90ern. Ich finde sogar seine deutschen Songs viel, viel besser, obwohl ich überhaupt gar nicht gerne deutsche Songs höre, aber ich mag die unfassbar gerne. Und aktuell bringt er ja auch ein paar Quatsch-Songs heraus, was natürlich auch nicht schlecht ist. Komme ich zu Skillet. Oh, jetzt bin ich aber schnell vorbei gewesen. Okay, Set It Off hieß das eben. Und jetzt sind wir bei Good Old Fashioned Love von In The Overtones. Ist natürlich auch wieder ein Cover. Aber wie ihr wisst, mag ich die Band sehr, sehr gerne, die Doo-Wop-Songs. Und bin immer noch sehr, sehr traurig über den Tod von Timmy Medley, der im April 2018 verstorben ist. Weshalb ich wahrscheinlich doch ein bisschen mehr The Overtones gehört hatte. Aber die passen auch super in meine Playlist rein. Also, komme ich zu? Lighthouse, Hit the Light. Sehr schön, passt auch zu meinen Songs, zu meinen Büchern. Deswegen sind die auch mit am Start und hab die auch relativ oft gehört. Ich habe ja nicht gezielt nach den Interpreten immer gesucht. Ich habe die mir in eine Playlist gepackt und somit dann dementsprechend oft hören können. Genau. So.
Weiter geht es. Eigentlich müsste jetzt Hellstorm mit Break-In kommen, aber irgendwie habe ich das wahrscheinlich gerade rausgeschnitten. Gut, kommen halt die Immortals von Fallout Boy. Geil. Darf nichts anderes sagen. Ich hoffe, nächstes Jahr 2021 werde ich Fallout Boy endlich live sehen können. Zusammen mit Green Day und Weezer. Ich vermisse die Band. Ich will endlich aufs Konzert. Bam. Immortals, mega geiles Lied. Und das Album auch. Weiter geht's mit Jason Wade Puls. Oh, ich weiß, es ist ein... Ja. Es ist wie ein Kreis, der sich immer wiederholt, ne? Allerdings muss ich sagen, dass das Lied halt, mich auch sehr berührt hat mit, das ist halt so und deswegen, es ist halt, ein Lied, was, tief geht. Und ich finde einfach auch die Stimme von Jason Wade ist halt sehr tiefgründig. Puh, komme ich einfach mal zu Dreamer von Summer West Avenue, die ja dieses Jahr eigentlich auf Abschlusskonzert gehen wollten. Eine Freundin von mir hat Karten und hofft, dass sie nächstes Jahr dann die Abschiedstour feiern kann. Sind wir mal gespannt. Aktuell ist ja Samu Haber in der The Voice of Germany Staffel zu sehen, in der Jury. Genau, hat jetzt im Sommer Corona gehabt. Aber es geht ihm dann doch wieder ganz gut. Weiter geht es mit Live Right Now von Will Young. Auf meinem Handy sehe ich gerade, während ich das nochmal alles durchgehe, so ein paar kleine Miniclips, die dazu passen. Nein, eigentlich nicht, aber es ist sehr, sehr nice. Auf jeden Fall ist das Lied Live Right Now für mich eines der unfassbar emotionalsten Songs überhaupt. Ich habe es damals, es kam damals während der Lehre. Und ich habe das dann einfach nur immer im Kopf gehabt, weil ich einfach ausbrechen wollte. Ich wollte einfach weg und ich habe die Lehre so gehasst, alles. Und es ging mir gar nicht gut. Und dann kam das Lied raus und plötzlich habe ich gedacht, okay, da ist jemand, der mich versteht. Okay, weiter geht es mit Ash Remain What I've Become. Habe ich jetzt gar nicht mehr so im Kopf, muss ich gestehen. Aber es muss ja natürlich, muss mir irgendwas daran gefallen haben, weil ich das ja in der Top 100 habe und ich höre ja immer sehr, sehr viele Songs im Jahr. Genau. Aber es ist ziemlich, ziemlich nice, muss ich sagen. Es ist doch, ja, natürlich klar, hört sich so ein bisschen an wie Sweet Us Down, aber schon mega, mega nice. Secrets, One Republic, irgendwie habe ich immer wieder ein One Republic liegt bei mir mit drinne. Ich mag das einfach gerne, muss ich sagen. Ich mag die Art und Weise, wie die Songs aufgebaut sind. Es kommt so ein bisschen mit Drama rein und es geht langsam los und dann kommt so ein Schlängel und dann schwer zu beschreiben irgendwie, aber genau, ich mag die Art, wie die Songs aufgebaut sind, sehr, sehr gerne. Aber es geht jetzt weiter mit Andreas Kümmert, Lost and Found. Der Junge hätte ja mal vor 2 Jahren oder so beim Eurovision Song Contest mitmachen sollen. Hat bei The Voice of Germany mitgemacht gehabt. Aber er hatte dann doch, als er gewonnen hatte, also den Vorentscheid, dass er mit reinbringen, dass er halt als Kandidat bei Eurovision mitmachen soll, hat er dann zurückgeschreckt und hat gesagt, nö, das macht er doch nicht, weil ihm die Aufmerksamkeit dann doch zu viel wurde. Gut, ist seine Entscheidung, aber es, ich denke mal, wir hätten ganz gut abschneiden können mit Andreas Kümmert am Start. Sehr interessante Stimme, auf jeden Fall. Hope of the Locals, Chad Lawson, ja, weiß nicht, ist instrumental. Ist manchmal mit reingerutscht bei mir. Genau. Aber es geht jetzt weiter und ich bin auch gleich durch. Mit Songs from a Sketchbook, a Collection by The Workday Release, Part 2. Thunder, The Workday Release. Und ja, ist echt ganz gutes Lied, ne? Schöne Stimme auf jeden Fall. Und jetzt wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit, einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal hier bei Walk of Books. Lasst einen Kommentar, Abo und ein Like da. Aktiviert die Glocke und bis zum nächsten Mal. Bis bald. Bleibt gesund. Ciao.